Vor den schönsten Wochen des Jahres werden die Urlauber auf Bayerns Autobahn wieder auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Denn gefühlt ganz Deutschland ist auf Achse. Mit dem Wochenende beginnen die Ferien auch jetzt in Bayern und Baden-Württemberg. Das heißt, es sind alle Bundesländer in den Sommerferien und sind auf den Straßen unterwegs. So wie die letzten Wochenenden werden wir jetzt an dem kommenden und den nächsten beiden Wochenenden mit den meisten Staus im ganzen Jahr rechnen müssen. Wegen der anhaltenden Terrorgefahr in vielen Urlaubsländern reisen die Deutschen dieses Jahr lieber im Heimatland oder in die Nachbarländer. In dem Jahr haben wir drei Faktoren, warum es so viele Staus gibt. Zum einen haben wir deutlich mehr Leute, die mit dem Auto unterwegs sind. Wir haben weniger Flugreisende, wir haben mehr Autofahrer. Zum zweiten haben wir nach wie vor die Ziele in die Nachbarländer, oder auch Deutschland, mit 40% der Urlauber, die in Deutschland Urlaub machen. Und wir haben deutlich mehr Baustellen wie im letzten Jahr. Wir haben in dem Jahr allein in Bayern 25% mehr Baustellen wie im Vorjahr. Und das Letzte, es gibt leider immer noch Grenzkontrollen, was auch die Urlauber auffällt bzw. Staus produziert. Mit Beginn des ersten Ferientags am Freitag und auch einschließlich des Wochenendes wird es Rekordstaus geben. Das fängt an auf der A3, wenn man nach Bayern reinfährt von Aschaffenburg, Würzburg, Nürnberg. Der ganze Großraum Nürnberg gibt es viele Baustellen und viele Staus. Und dann weiter Richtung München, vor allem die ganz große Baustelle vor Allershausen mit 17 bzw. 18 Kilometern Baustelle. Die A99 ist eine ganz klassische Staustrecke und dann geht es weiter Richtung Süden. Von München Süd ist die Salzburger Autobahn, die A8, einmal bis Salzburg und zum zweiten bis Kufstein. Also dort muss man mit sehr, sehr vielen Staus rechnen. Damit bei Groß und Klein nicht nach kürzester Zeit der Geduldsfaden reißt, heißt es noch vor der Reise vorbeugen und planen. Wenn ich denn jetzt im Stau stehe, wenn die Frustration hochkommt, bin ich hoffentlich gut vorbereitet. Das heißt, ich sollte immer genug essen, immer genug trinken dabei haben, was erstmal das erste Quengeln bei Groß und Klein schon verhindert. Aber auch Spiele für Groß und Klein, Hörspiele vielleicht auch, ansonsten nette Gespräche und sich eben einfach bewusst zu machen, dass der Frust die Situation nicht ändert. Darüber hinaus kann man auch viele Pausen machen, sollte man auch viele Pausen machen. Wenn es ganz schlimm wird, vielleicht ein Zwischenstopp, vielleicht die nächste Altstadt einmal anschauen und einfach genügend Bewegung und frische Luft. Der ADAC rät allen Kroatien-Urlaubern, die am 30. Juli durch den Karawankentunnel fahren wollen, zu Ausweichrouten, da dieser aufgrund des Putin-Besuchs in Slowenien mehrfach voll gesperrt sein wird.